So, hallo aus Kampala. Heute ist der 15. Tag, glaube ich, der 2. Februar auf jeden Fall. Ich bin in Kampala angekommen. Das waren jetzt wirklich nochmal harte 300 Kilometer von Fort Portal aus dem Westen hier in den Osten Ugandas. Die ersten Kilometer waren eigentlich noch ganz schön. Da ging es durch Ausläufer des Kibale Nationalparks. Das war Fahren im Dschungel. Das war sehr, sehr toll. Ich habe auch sogar Affen gesehen, die, als sie mich dann gesehen haben, natürlich weggerannt sind von der Straße. Aber das ist immer der Vorteil mit dem Fahrrad. Man ist ja leise genug. Der Rest der Strecke war leider etwas eintönig und dann gipfelte das heute auch noch in 60, 70 Kilometern eine Mischung aus Baustelle. Wir machen mal die Straße neu und es ist keine Baustelle mehr, die Straße war schon immer so scheiße. Und war ein bisschen gefährlich auch, weil sich das Asphaltband nur so in der Mitte so ein bisschen langschlängelte. Rechts und links war sehr viel so Graben mit Staub und da musste ich halt manchmal rein. Und auch die ganzen LKWs, die passen natürlich nicht nebeneinander auf diese Straße. Also war ich heute komplett eingestaubt. Deswegen erste Amtshandlung hier auf diesem schönen Zeltplatz, zeige ich euch gleich. War dann erstmal duschen. Wie gesagt, hier bin ich auf dem Zeltplatz vor den Toren Kampalas. Das ist sehr schattig hier. Dann steht ein Zelt von einem tschechischen Motorradfahrer, der gerade durch Afrika fährt, von Kairo nach Kapstadt. Ja, und mal kurzer Rundblick. Da hinten die Kirche, hört er ein bisschen. Und dann geht es eigentlich auch schon hinten in die Stadt rein. Ich werde jetzt mal sehen. Für mich bedeutet der Aufenthalt hier in Kampala erstmal 2 Tage Ruhe. Habe ich auch gebraucht. Es war sehr anstrengend, die letzten 3 Tage zu fahren, denn es geht immer permanent hoch, runter, hoch, runter. Und zwar hoch dann auch immer gleich 10-12%. Runter kann man auch nicht so richtig Gas geben, weil die solche Poller auf der Straße haben, damit man eben nicht zu schnell fährt. Das ist gut für die Autos, schlecht für mich. Es nervt. Und es sind außerdem ja, 42 Grad. Ich hatte vorgestern den heißesten Tag mit 46 Grad. Also das schlaucht schon ganz schön. Ich muss mich jetzt entscheiden, fahre ich durch diesen Moloch von Stadt. 3,5 Millionen Einwohner leben hier auf engstem Raum. Quäle mich auf der anderen Seite wieder raus und fahre nach Jinja zu den Nilquellen. Das ist eigentlich mein Plan. Oder fahre ich runter, überquere nochmal den Äquator, setze über auf diese CC Islands, wie ich es ursprünglich mal geplant hatte. Damit muss ich mich jetzt beschäftigen. Aber es macht ja Spaß hier. Und danach gehe ich noch ein Bier trinken. Wie ihr seht, Bart wächst auch. Ich bin schön braun geworden. Äquator heißt halt auch viel Sonne, wenig Schatten. In diesem Sinne, bis die